Gut, heute sind wieder viele Kunden da. Ich kann also mit viel Trinkgeld rechnen, womit ich mir endlich Moms Geschenk kaufen kann. Sie wartet viel zu lange auf das Musical-Ticket. Ja, ich bin auf dem Weg. Ja, Süßer, ich hol dich ab. Ja, du musst noch ein wenig warten. Bis gleich dann, ja? Tschüss, ich hab dich lieb. Ja, ich hole erstmal Max ab und dann bringe ich ihn zu dir und dann kann ich auch zur Arbeit. Haben Sie schon gewählt? Man muss wirklich sagen, dass die Kunden hier wirklich nett sind. Doch die Umgebung sollte man schnellstens verschönern. Wie hektisch das alles ist. Ich muss umziehen, mehr an die Arbeit ran. Auf die Dauer ist das nichts für Max. Nicht einmal einen Kindergarten oder eine Schule gibt es in der Nähe. Wir brauchen eine neue Wohnung. Nanu, was ist denn da los? Da ist doch der Typ, der mir Geld gegeben hat. Ich hoffe, der Streit eskaliert nicht. Nicht, dass wir wieder Verletzte haben. Gibt es wieder einen Streit? Selbst tagsüber ist es so schlimm. Die Leute hören nicht mehr auf zu streiten und fangen an zu stehlen. Schlafen kann man hier auch nicht. Es ist viel zu laut. Können die Leute nicht zufrieden sein mit dem, was sie haben? Nicht überall ist es so, denn ich weiß, es gibt schöne Restaurants und man wird vom Tellerwäscher zum Fünf-Sterne-Koch. Nicht an einem Tag, doch mit viel Mühe. Kann aus Arm reich werden, aus Dumm schlau und aus Schatten wird Licht. Hamburg, es ist, wie es ist.